Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Mein Name ist Michaela und wir wollen euch heute nochmal ein paar Ideen für zu Hause mitgeben, wie ihr fit bleibt in der Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen und nicht ins Studio gehen können. Die Mädels, die häufiger zu mir kommen, auch samstags, kennen das schon und werden sich jetzt auch sehr freuen. Wir machen eine Challenge. Ja, eine Challenge dient im Grunde, wie der Name schon sagt, soll dich herausfordern. Es ist sicherlich herausfordernd, wie ich auch immer sage, Training ist ganz viel Kopfsache. Das heißt, das wollen wir auch hier trainieren, einfach zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ja, ich habe den Willen und trainiere das bis zum Ende durch, turne das bis zum Ende durch. Eine Möglichkeit der Challenge, die ihr auch schon kennt, ist, wir haben gleich vier Übungen, die zeige ich euch gleich. Und die machen wir in der ersten Runde 10-mal. Direkt im Anschluss machen wir sie 9-mal, 8-mal, 7-mal, 6-mal, 5, 4, 3, 2, 1. Das heißt, jede Runde wird ein bisschen leichter, weil ich eine Wiederholung weniger habe. Ja, ihr macht es bitte in eurem Tempo, das ist euer Training. Wichtig ist, dass ihr das Ding durchzieht, egal wie lange ihr dafür braucht. Ja? Wie gesagt, Kopfsache, man sagt immer zwischendurch gerne mal, boah, irgendwie freu ich mich ja, aber dein Körper kann immer noch. Und genau das. Aber so ein bisschen rauskitzeln. So, welche vier Übungen habe ich denn heute mitgebracht? Wir starten mit meiner Lieblingsübung, dem Burpee. Hier haben wir verschiedene Varianten, auch wenn es hinten raus vielleicht ein bisschen eng wird, was die Luft angeht und so weiter, kannst du auch modifizieren. Grundsätzlich, wir machen ohne Liegestütz, das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, Liegestütz kommt später. Also kommst du nicht drum rum, nichtsdestotrotz, Burpee ohne. Heißt, ruhig ein bisschen weiter stehen. Wir setzen die Hände auf, wir springen nach hinten, wir springen nach vorne und nach oben. Wichtig ist, dass du Körperspannung behältst. Das heißt, hier springst du in die Planke. Nicht durchhängen, bleib gerade, spring wieder zu den Händen, richtig auf, ja, und spring in die Luft. Ich möchte bitte nicht, dass sie sowas macht. Ja. Richte dich auf, mach die Full Range of Motion, vollen Bewegungsradius. Wenn du nicht springen kannst oder willst oder nicht mehr kannst oder willst, kannst du das auch laufen. Das heißt, du setzt die Füße nach hinten, du setzt sie nach vorne, du richtest dich auf. Oder du machst ein Zwischending, lauf nach hinten, spring nach vorne. Wichtig ist, wie gesagt, richte dich hier auf. Also in der ersten Runde 10 Stück. Dann geht es weiter mit einer schicken Kniebeuge. Ja, wir werden sicherlich ein bisschen Gas geben, damit wir da schnell durchkommen. Nichtsdestotrotz, ordentliche Ausführung ist immer das Wichtigste. Kniebeuge, ruhig ein bisschen weiter stehen, Fußspitzen zeigen leicht nach außen, bleib gerade im Oberkörper und dann bringst du den Popo tief, wieder hoch, Spannung in Beine und Popo. Mal von der Seite, ja, da darfst du auch richtig schön tief gehen, wenn du kannst, hoch und befeuer deinen Hintern. Ja? Schieb dich mit dem Popo wieder hoch, Spannung in die Beine, Rücken ist fest. Wenn du so richtig viel Luft hast und so richtig Bock hast, dich auszupowern, kannst du einen Sprung reinbauen. Ja? Jeden zweiten Springen ist dir überlassen, dein Training, deine Entscheidung. Die vierte Übung ist ein Push-Up, also ein Liegestütz. Ich weiß, die Mädels machen das gerne auf den Knien. Darfst du, wenn es gar nicht mehr anders geht. Versuch aber erstmal, die auf den Füßen zu machen. Das kannst du. Und wenn du mit Zweien anfängst und die steigerst, ja, weil wir werden ein bisschen Zeit haben, in dem wir nicht ins Studio können. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, dich mit diesem Workout zu steigern, indem du einfach dann ein paar mehr Wiederholungen beim nächsten Mal auf den Füßen machst. Setz deine Hände auf, setz deine Füße auf, dann gehst du tief und wieder hoch. Okay, wenn das gar nicht mehr geht, setz deine Knie auf, dann aber bitte auch wirklich tief gehen. Kurzer Hinweis, das ist keine Liegestütze. Okay? Dein Körper ist lang, in einer Linie und du bringst die Brust zum Boden. Du kannst auch sagen, ich mache jetzt nochmal zwei auf den Knien und gehe dann wieder auf die Füße. Das, was für dich geht. Das ist immer die Devise. Aber fordere dich raus, es ist eine Challenge. Die letzte Übung ist Bauch, das heißt, wir nehmen die Fußsohlen hier zusammen,
Wenn das dir gleich nicht gelingt, du kannst dir irgendwas, was ein bisschen schwerer ist, auf die Füße legen. Das macht es leichter. Das heißt, wir gehen nach hinten, wir kommen hoch, berühren den Boden hinten, berühren ihn vorne von der Seite. Geh hier gerne auf eine Matte oder zu Hause leg dir ein Handtuch hin. Okay, das ist die letzte Übung. Bauch. Das heißt, insgesamt, wir haben jetzt 4 Übungen. Burpee, Kniebeuge mit Sprung oder ohne, Liegestütz und Bauch. Und du machst es tatsächlich in der ersten Runde. Ich mache das einfach mal vor, ja, bis, sagen wir mal, die 10er und die 9er Runde, dass ihr eine Idee habt, wie das dann aussieht. Also, ich muss mal eben alles festtackern. Und wir starten mit 10 Burpees. Tatsächlich von der Seite. Ich richte mich auf. 1, 2, 3, jetzt heißt es nochmal von vorne. 4, 5, 6, es wird schon warm. 7, 8, 9, 10. Da gehe ich direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liegestütz. Merkt, kommt das Bild also schon richtig zur Sache. Die ersten Runden sind natürlich die härtesten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hier bei der Matte und noch 10 mal Bauch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gehe ich sofort, weil ich wieder Luft habe, in die 9er Runde. Also, ich mache nochmal Burpees. 1, 2, die mache ich noch für euch. 3, ich will ja auch fit bleiben. 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das war jetzt schon ganz gut. Also viel Spaß. 1, 2, da könnt ihr mal auf die Knie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und mein Bauch. 9 mal. 1, 2, ihr merkt, ich bin am Hieven. 3, das ist die Idee. 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. So, ihr dürft jetzt weitermachen mit 18, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nein, nach der 8 kommt nicht die 5. Ja? Ihr dürft das so gestalten, wie es für euch passt. Wenn ihr irgendwann mehr Zeit habt, Lust habt, hey, startet bei 15. Alles machbar. Ihr merkt, es ist anspruchsvoll. Das ist die Idee. Ja, ein schnelles, intensives Training für zu Hause. Gestaltet das so, wie ihr lustig seid. Da hat man viel Spielmöglichkeiten. Bleibt fit, bleibt gesund, habt viel Spaß und wir sehen uns bald gesund und munter wieder. Bis dahin.